Also wir haben bis heute davon abgesehen, uns da irgendwo anzuschleimen oder den Versuch zu unternehmen, da auch in irgendeinem intriganten Stadion mitzuspielen. Wir sehen das Problem, wer kommt eigentlich für diese möglichen Partner in Deutschland in Frage. Und darüber haben wir dann auch mit Pro NRW gesprochen und haben gesagt, wir müssen mal ausloten, so wie es in dem Parteitagsbeschluss steht, welche Möglichkeiten bestehen, für so eine Europawahl zu einer gemeinsamen Plattform zu werden. Wir haben dann auch einen Zeitplan aufgestellt. Wir haben uns auch überlegt, ob es da nicht sinnvoll wäre, eigentlich schon im Jahr 2013 den Versuch zu unternehmen mit einer gemeinsamen, fusionierten Partei, mit neuem Logo, mit neuem Selbstverständnis, mit Signalwirkung nach außen zu treten und zu so einer Wahl anzutreten. Das Problem ist nur, dass wir bis heute keine rechtliche Möglichkeit gefunden haben, eine Fusion zustande zu bringen, bei der sämtliche Besitzstände gewahrt bleiben. Zwischenzeitlich gab es dann auch die Diskussion darüber, ob man nicht versuchen sollte, noch weitere Gruppierungen mit hineinzubeziehen, indem man sich beispielsweise so eine fusionierte Partei vorstellt, bei der regional dominierende Gruppierungen sozusagen den dort jeweiligen Landesverband mit einbringen, der Rest sich dann anschließt und das Ganze sozusagen zu einer föderalen Partei zusammenführt. Herr Nitsche in Sachsen, der ist aber inzwischen aus der Politik abgeschwört. Wir hatten andere Überlegungen, Bremen wäre dann der Herr Timke mit Bürger in Wut. Man hätte sich andere Gruppierungen vorstellen können, aber daraus ist nichts geworden. Es hat sich auch gezeigt, dass die Bereitschaft anderer, sehr kleiner Parteien, da mitzumachen, fast null ist. Die Fusionsüberlegungen mit juristischen Gutachten und Ähnlichen haben auch zu keinem bisher gangbaren Weg geführt. Deswegen haben wir dann entschlossen, Frühjahr dieses Jahres im Horizont 2013, zum einen im Blick auf die Landtagswahl in Bayern, zum anderen aber auch im Blick auf die anstehende Bundestagswahl, als Republikaner anzutreten. Wir können auch heute schon sagen, dass wenigstens die Gespräche dazu geführt haben, dass bislang, zumindest aus dem Kreis derer, mit denen wir gesprochen haben, zur Bundestagswahl und auch zur Landtagswahl in Bayern keine Konkurrenz an. Für 2014, liebe Freunde, ist aber die ganze Situation immer noch offen. Die Suche nach der gemeinsamen Lösung ist noch nicht abgeschlossen. Und sie ist, das sage ich, wirklich schwierig. Denn selbstverständlich werden wir immer die Interessen unserer Partei im Auge behalten. Und niemand hat auch nur irgendwo das Interesse, irgendetwas zu opfern oder irgendetwas wegzugeben. Aber wir wissen natürlich auch, dass Fusion Fusion heißt. Und ein bisschen Fusion ist genauso wenig wie ein bisschen schwanger. Entweder man macht Fusion oder nicht. Und wenn man eine Fusion macht, dann muss man verzichten. Nämlich auf das, was man bisher dargestellt hat.